auch wenn man sie hoffentlich nie braucht. In der Münchner U-Bahn gibt es viele Sicherheitseinrichtungen, welche im Notfall Leben retten können. Christian Popp ist seit 10 Jahren Verkehrsmeister bei der MVG und weiß, wo man in einer brenzligen Situation an einer U-Bahn-Haltestelle Hilfe bekommt. Wir stehen jetzt hier an der SOS-Säule. An dieser SOS-Säule ist alles gebündelt, was an einem Bahnhof wichtig ist im Notfall. Einmal haben wir hier das Wichtigste, und zwar den Nothalt. Jeweils zum Gleis gerichtet. Ziehe ich daran, bleiben die Züge abrupt und sofort stehen. Dann haben wir hier auch unter anderem einen Defibrillator mit drin. Wir haben hier den Notruf und einen Feuerlöscher verbaut. Bedienen lassen sich die Notfallsäulen ganz einfach und ohne jegliche Vorkenntnisse, damit auch jeder schnell Hilfe holen kann. Drücke auf den Notruf drauf, komme bei dem Kollegen raus, der wofür diese Linie zuständig ist, bei dem Disponenten oder Disponentin. Und dann kann ich ihr oder ihm mitteilen, was ist jetzt passiert. Weil klar, der Disponent oder die Disponentin muss ja wissen, was ist jetzt an diesem Bahnhof los, damit sie entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. Würde ich jetzt den Nothalt ziehen, würden die Züge, die an den Bahnhof heranfahren, sofort gestoppt werden. An jedem U-Bahnhof gibt es auch mindestens einen automatisierten Defibrillator. Mittels Sprachsteuerung führt das Gerät durch die komplette Wiederbelebung. Neben den Notfallsäulen sind noch weitere lebensrettende Sicherheitsvorkehrungen an den U-Bahnhöfen vorhanden. Die wichtigste davon ist der Sicherheitsraum. Falls Menschen in das Gleis gestürzt sind, können sie sich dort vor heranfahrenden Zügen in Sicherheit bringen. Die Schutzräume befinden sich auf der kompletten Länge des Bahnhofes zwischen Gleisbett und unter dem Bahnsteig. Dieser Bereich ist frei, da ist nichts drin, da ist nichts verbaut. Da kann man sich reinrollen, kann man sich reinsetzen, ist kein Problem und man wird niemals Berührung mit dem Zug haben. Unter dem Bahnsteig ist man in jedem Fall sicher und sollte den Gleisbereich auch nicht überschreiten. Auf der gegenüberliegenden Wandseite nämlich verläuft die Stromschiene mit 750 Volt Gleitstrom. Neben den Sicherheitsvorkehrungen am Gleis selbst sind auch die Zu- bzw. Ausgänge an allen Stationen sicher. Die Fluchtwege sind mit einem grün-weißen Schild gekennzeichnet. Und auch bei den Rolltreppen steht die Sicherheit an erster Stelle. In diesen Fahrtreppen sind diverse Sicherheitseinrichtungen verbaut, was viele aber gar nicht sichtbar sind für die Fahrgäste. Eine ist sichtbar für den Fahrgast, und zwar der Nothalt, mit der man eine Fahrtreppe jederzeit anhalten kann. Dieser Nothalt kann in allen Gefahrensituationen betätigt werden, zum Beispiel wenn ein Kleidungsstück eingeklemmt wurde. Und auch im Fahrstuhl kann sich jeder sicher fühlen. Im Aufzug haben wir zwei Notrufe verbaut. Einmal am normalen Tableau gibt es diesen Notruf. Da, wenn man draufdrückt, wird man mit der Betriebszentrale verbunden. Es gibt ja noch einen zweiten Notruf, und zwar der für die Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, der auf einer niedrigeren Höhe angebracht ist. Hierbei gibt es einen Unterschied, und zwar muss man den kurz gedrückt halten, damit der auslöst. Mit den unterschiedlichsten Sicherheits- und Notfalleinrichtungen sorgt die MVG dafür, dass sie rund um die Uhr und im gesamten Netz beruhigt unterwegs sind.